Ja, Leute, willkommen auf meinem Kanal. Ich erzähle euch was ganz Geiles. Doch bevor ich euch es erstmal sage, mach ich erstmal nochmal bereit. Auf jeden Fall, Leute, es ist was sehr Geiles passiert. Für manche. Also, manche werden das feiern, manche wiederum auch nicht. Also, auf jeden Fall, Leute, ich wollte euch nur zwei Sachen zeigen und eine Sache, was sehr krass ist, auf jeden Fall erzählen. Was wirklich in Fortnite, was sie auch wirklich bestätigt haben, was auch wirklich rauskommen wird. Auf jeden Fall, das erste, was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, es sind ein paar Halloween-Dekorationssachen als auch hier in Paradise schon angekommen. Ihr seht es ja. Also die Dekoration und so alles, das seht ihr hier alles ja schon. Die kommen einfach so ohne Updates. Das ist, finde ich, sehr nice. Oh mein Gott, Scar. Ja, Mann, ich hab ne Scar. Also die Dekorationen werden wahrscheinlich auch wirklich bei jeder Stadt sein. In Crazy Grow, da wurde ja auch schon hier auch schon ein bisschen dekoriert. Ihr seht es ja hier auch ein bisschen Dekoration und das hat auch wirklich Fortnite auch sehr nice gemacht. Also Leute, die Dekorationen werden sind fast überall in Paradise Palms, dass ich hier seht es ja, es wird wirklich sehr geil dekoriert. Also Leute, ihr seht es ja auch noch, hier ist auch noch so eine Dekoration. Meine Meinung, ich bin darauf sehr gehyped. Ja, ich auch. Es ist auf jeden Fall was sehr Geiles, was Fortnite gemacht hat. Also Leute, mit der Dekoration hat Fortnite auf jeden Fall was richtig gemacht, meiner Meinung nach. Leute, dann das zweite, seht ihr es ja, wir sind gerade bei der Insel. Auf jeden Fall bei der Insel wurden auf jeden Fall sehr viele Sachen geändert. Hier diese Cube Sachen halt, das lila halt, wurde halt ein bisschen größer und vor allem noch viel mehr davon. Also hier ist auch schon wirklich nach oben gekommen zu dem Haus. Im Keller ist es ja schon fast voll davon. Also ihr seht es ja hier auch schon. Hier auch überall. Und Leute, ihr seht es ja auch, hier ist auch so ein Pink geworden, so eine pinke Flüssigkeit. Müsste eigentlich bedeuten, dass es hier dann auch weiter nach oben geht. Und auf jeden Fall, Leute, ihr seht es ja, wo diese Insel schon ist. Es hatte schon zwei Zeichen, sage ich mal jetzt, hat es jetzt schon absolviert. Und es ist gerade schon bei der dritten, also es fliegt gerade dahin. Und es wird auf jeden Fall um 22 Uhr da sein. Und das dritte, Leute, hat mich ein bisschen schockiert, aber auch ein bisschen noch gefreut. Nämlich Stormtrooper wird auf jeden Fall kommen. Das hat wirklich Fortnite auch bestätigt. Und das wird auf jeden Fall im Shop kommen. Also es wird ein ganzes Set dazu kommen. Bedeutet also, dass noch ein Hängegleiter dazu kommt und eine Spitzhacke. Und der Stormtrooper wird dann auch noch in weiblich kommen. Also da freue ich mich auch. Darauf bin ich auch mega gehypt. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch so geil seid. Also auf jeden Fall, Leute, manche werden sich freuen, manche werden auch wieder ein bisschen angepisst sein, weil jeder ihn dann auch auf jeden Fall dann haben wird und die Seltenheit auch noch dazu auch sinkt. Fortnite hat auch in den letzten Season auch die ganze Zeit seltene Skins wieder in den Shop getan. Also Leute, seid mal jetzt wirklich ehrlich. Ich muss zugeben, Fortnite ist für mich von der Storyline her ein bisschen schlechter geworden, sage ich mal. Weil mit dieser Rakete, das war zwar noch cool, aber das, was dann danach gekommen ist mit diesem Cube und alles, das habe ich dann auch langsam auch nicht mehr verstanden. Ja, also ich finde auch, am Anfang mit der Rakete war alles richtig spannend. War richtig ja, man versteht ja, warum das auch, warum auf die Rakete gekommen ist, aber jetzt sind hier so viele Fragen. Und so wenige Antworten, also. Ja. Also Leute, die meisten fragen sich auch wirklich, von wo kommt diese Insel her, wo kommt überhaupt der Cube her. Und halt sowas. Und Leute, was sagt ihr dazu? Ist die Storyline ein bisschen besser geworden? Ist es ein bisschen schlechter geworden? Schreibt es gerne in die Kommentare. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das auf jeden Fall schreibt. Ansonsten, Leute, habe ich das alles jetzt schon erklärt.
was gerade so ist in Fortnite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, Abo natürlich muss sein. Und tschüss. Sag tschüss. Sag nochmal tschüss. Tschüss. Lauter. Tschüss. Okay.